Bisher bei Transformers Prime. Ratchet, was ist mit Beast Stimbox passiert? Unser mutiger Scout wurde von Megatrons Truppen gefangen genommen und verhört. Man warf Bumblebee auf den Schrott, wo ein Feldarzt seinen Zustand stabilisieren konnte, obwohl dieser Arzt hätte Besseres leisten können. Beim Orsbach. Bumblebees T-Block ist nicht beschädigt. Er ist einfach weg. Ist das sowas wie ein T-Bone? Es ist das Organ, womit wir Fahrzeuge scannen und uns transformieren. Wieso bist du hier? Um eine Allianz vorzuschlagen. Ein T-Block ist keine Technologie, sondern Biologie. Wir besitzen noch zwei weitere Koordinatensätze, die Orion entschlüsselt hat, bevor er uns verließ. Lass uns überprüfen, mit welchen lang vergessenen Schätzen wir vielleicht wieder vereint werden. Was für eine schrotthirnige Idee! Wie konntest du Bumblebee auf eine Verfolgungsjagd schicken, wenn es ihm nicht möglich ist, auf seinen Fahrzeugmodus zuzugreifen? Er hat improvisiert. Hey, Bee, wacht auf! Du hast schon deine Stimmbox und deinen T-Block verloren. Wolltest du vielleicht jetzt auch noch dein Spark mit auf die Liste setzen? Sag das nicht, Bumblebee. Du bist nicht nutzlos. Hey, Leute! Ich störe nur ungern bei der Mitleidsparty, aber die Cons haben gerade eine uns unbekannte iakonische Waffe erobert. Weder Lob noch Tadel werden etwas an vergangenen Ereignissen ändern. Doch wir können uns keine weiteren unnötigen Risiken leisten. Bumblebee, du wirst den Stützpunkt nicht verlassen. Nicht, bis wir deinen fehlenden Biomechanismus zurückgeholt haben. Ich kann verstehen, dass Bumblebee verzweifelt ist. Du und ich wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, ihm zu helfen. Eine Transplantation. Dazu wäre ein Spender notwendig. Ja, das weiß ich. Und ein Autobot, der geeignet wäre, steht vor dir. Ein großzügiges Angebot, alter Freund, aber dadurch würde nur die Behinderung eines Autobots auf einen anderen wechseln. Ich bin auf meinen T-Block nicht angewiesen. Nicht so wie Bumblebee. Die Fähigkeit zur Transformation ist bei mir doch vergeudet. Ich verbringe meine Zeit schließlich hier, wo mein Wissen und meine Hände wichtig sind, nicht meine Waffen oder Räder. Unser Team kann es sich nicht leisten, draußen auch nur auf einen Krieger zu verzichten. Deine Argumente sind einleuchtend, aber sei gewiss, wir werden Bumblebees T-Block finden. Optimus, diese Mech sind doch wilde. Wir können nicht wissen, wie sehr sie ihn vielleicht schon beschädigt haben. Oder ob ich ihn überhaupt reparieren kann. Ratchet, du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Ach, bitte. Denkst du wirklich, hier ginge es nur um meine Unfähigkeit, Bumblebees Stimmbox zu reparieren? Ich will einfach das Richtige tun. Für unseren Scout. Für das Team. Ah, hervorragende Arbeit, Knockout. Ich lebe, um zu dienen, Lord Megatron. Aber was genau ist das eigentlich? Jetzt weißt du es. Ich fürchte, ich habe ein wenig Getriebeöl verloren. Quelle lokalisiert. Ja, erfreulich, nicht wahr, Silas? Ich habe Megatron oft geraten, sich menschliche Verbündete zu suchen. Schließlich scheint den Autobots genau das gelegentlich einen Vorteil zu verschaffen. Doch obwohl er sonst einen Ruf als genialer Stratege genießt, ist Megatron beklagenswert engstirnig, wenn es darum geht, mit Gehirnen zu arbeiten, die kleiner sind als unsere.
Das war nur bezogen auf die Größe des Kopfes. Hältst du auch mal den Mund? Hatte ich erwähnt, dass ich persönlich einen Autobot vernichtet habe? Energon in seiner reinsten Form. Bereit für den Abbau. Und für die Verarbeitung, mein mit Fleisch überzogener Weggefährte, so dass endlich wir im Vorteil sind. Da ich der andere betroffene Patient bin, kann ich die Operation nicht selbst durchführen. Deshalb muss einer von euch das übernehmen. Besser im Kaputtmachen. Oh. Arcee. Optimus hat ruhigere Hände. Ruhig. Und viel zu groß, um unter meiner Haube rumzuhantieren. Arcee, du kannst das. Du hast die stärksten Nerven. Auf dem Schlachtfeld. Nicht in einem Operationssaal. Das ist dasselbe, solange du hinter dem Messer bist. Und nicht darunter. Heißt das, Bumblebee transformiert sich ab sofort zu einem Krankenwagen und ist dann auch noch griesgrämig drauf? Also, das wäre echt schräg. Leite Stasis ein. Ja. Ja. Du kannst mir danken, wenn alles vorbei ist. Okay, Bumblebee. Jetzt du. Was ist passiert? Ratchet hat einen Herzstillstand. Nein, hat er nicht. Das ist eine iakonische Funkbarke. Wenn wir das Signal empfangen, müssen die Cons ein weiteres Relikt gefunden haben. Autobots, bereit machen für den Aufbruch. Ja. Unsere Patienten sind ausgenommen. Es wäre am besten, die Stasis abzubrechen. Prime, wichtige Nachricht. Hä? Wo ist Prime? Also gut, sagen Sie ihm, ich hatte gerade Zugriff auf Satellitenbilder, die meiner Meinung nach den genauen Standort der MEC-Zentrale zeigen. Oh, verflixt nochmal! Holen Sie mir jemanden her, der was anderes sagt als Piep! Kann ich helfen? Was? Höre ich da einen Fusor, der eine Stimmbox-Reparatur braucht? Was ist ein Fusor? Was ist denn los bei euch? Ich kann das! Frag doch Bantor! Er war nur mal ein Drill, bevor ich ihm einen Tiger in den Tank gepackt hab! Aber B, du weißt, Optimus will, dass du hier bleibst. Schicken Sie die Koordinaten, Agent Fowler. Wir kümmern uns darum, dass Optimus sie erhält. Ich verstehe das nicht. Ich muss hier mit meinem Hammer rumhämmern, nur um Megatron einen Hammer zu bringen. Dieser Hammer ist ein heiliges Relikt der 13 ursprünglichen Primes. Wirklich? Ist er nicht das Gegenteil einer Decepticon-Weltvernichtungswaffe? Es ist gut möglich, dass außer der konfiszierten Decepticon-Artillerie auch alle bedeutenden Artefakte, die in den Gewölben von Iakon lagerten, in Sicherheit gebracht wurden. Und keines davon ist bedeutender als dieses. Der Schmiedehammer des Solus Prime. Er hat die Macht, Rohmaterialien auf mystische Weise mit arbeitenden Mechanismen zu verbinden. Heißt das, wenn wir ihn hätten, könnten wir uns damit jede erdenkliche Waffe herbeihämmern? Oder damit einen neuen T-Block für Bumblebee konstruieren.
Transfusion initiieren. Es funktioniert. Energon, es wird bei unserer zukünftigen Armee Wunder bewirken. Deiner zukünftigen Armee. Auf jeden Fall werden wir in wenigen Augenblicken Zeugen des Wunders der Transformation werden. Kein T-Block. Er ist unbewaffnet. Das Teil endlich. Autobots, wie gefällt euch mein neuer Lackschoner, ha? Dran. Und jetzt? Unser Standort und der Prototyp sind gefährdet. Vernichte den Eindringling und komm zum Treffpunkt. Mit meinem T-Block. Ich bin nicht einer deiner Fußsoldaten. Ich bin ein Berater. Einen Schritt und ein kostbarer Biomechanismus ist Schrott. Ratchet, wie fühlst du dich? Gut. Eigentlich fühle ich mich genau wie vorher. Prime? Worum geht es, Agent Fowler? Hat Prime die Koordinaten erhalten? Koordinaten? Vom möglichen Standort der Mac. Ich habe sie vor einer halben Stunde geschickt. Keine Sorge, Agent Fowler, das ist in Arbeit. Optimus muss ein paar Konsti-Stoßstangen zurechtrücken. Also ist Bumblebee losgezogen. Was? Bumblebee darf das nicht tun. Er muss sich von der Operation erholen. Ach, übrigens. Oder du tust was? Schießen? Wie traurig, seinen Fahrzeugmodus nicht einnehmen zu können. Unfähig zu sein, das herrliche Gefühl von Geschwindigkeit zu erleben. Wirklich mitleiderregend, dich als solchen Versager zu sehen. Weil ich es kann!
mein T-Block. Ach ja, der. Der ist unglücklicherweise im Eifer des Gefechts zerstört worden. Ein vorübergehender Rückschlag. Andere Autobots, andere T-Blöcke. Wir finden sicher rechtzeitig einen Ersatz. Nicht rechtzeitig. Jetzt! Der Preis für den kreativsten Einsatz eines Schildgenerators in einer Nebenrolle geht an Knockout! Hier auf der Erde? Und wieder einmal sind die Decepticons Orion Pax für seine Hilfe zu großem Dank verpflichtet. Mir geht's gut. Optimus, wir haben vermutlich die Einsatzzentrale der MEC lokalisiert. Bumblebee ist bereits dort. Was? Autobots! Mein T-Block! Ratchet, öffne die Erdbrücke wieder. Und bereite eine Operation vor. Ach, und dank mir hat Megatron den Schmiedehammer. Auch wenn wir den Schmiedehammer des Solus Prime gut hätten nutzen können, glaube ich nicht, dass wir uns davor fürchten müssen, dass Megatron ihn nun besitzt. Fortress Maximus Nuclear Schockkanone sieht anders aus. Es ist, wie ich vermutet hatte. Ohne die Macht eines Prime zur Aktivierung ist der Hammer lediglich ein Utensil für unsere Werkzeugkiste. Nichtsdestotrotz ist es eins, das wir unbedingt aus der Reichweite eines Prime halten müssen. Ich hab getan, was ich konnte. Unser Scout könnte in keinen besseren Händen sein, alter Freund. Was ist denn eigentlich aus Plan A geworden, dass Ratchet B seinen Block spendet? Bumblebee wollte ihn nicht annehmen. Bumblebee, ganz langsam.
Bitte, erhol dich erst, das dauert. Die Beschädigung war zu groß. Ha! Egal wohin! Einfach nur fahren! Ganz langsam! Halte dich an die übliche Eingewöhnungszeit! Wow! Bis T-Block sah aus, als wäre reif für den Schrottplatz! Kaum zu glauben, dass der Doc ihn repariert hat. Das ist nicht das Einzige, was Ratchet heute repariert hat. Prime! Was zum Teufel treiben Ihre Leute denn nur da draußen? Wir hatten eine Vereinbarung. Keine Kollateralschäden. Es tut mir leid, Agent Fowler. Aber alle Autobots befinden sich hier auf dem Stützpunkt. Dann erklären Sie mir doch bitte, wieso ich Berichte über zwei Riesenbots erhalte, die 20 Meilen vor Omaha Ärger machen. Decepticons? Es gab zuletzt eine Menge Machtkämpfe. Megatron hat seine Truppen wohl nicht im Griff. Ich erreiche gerade den Ort des Geschehens. Seht es euch an. Also die Lackierung. Aber Skyquake kann es nicht sein. Den haben Optimus, Bumblebee und sie in den Boden gestampft. Aber Starscream hat ihn wieder ausgebuddelt und in eine Art untoten Terrorkon verwandelt. Wäre nur noch zu klären, wer sein Tanzpartner ist. Beim Allspark. Es ist einer von uns. Wheeljack! Jack ist wieder da! Und wenn es Abraham Lincoln wäre, wir müssen die Situation unter Kontrolle bekommen, bevor wir alle in den Spätnachrichten zu sehen sind! Du hast keine Chance zu entkommen! Hier spricht Special Agent Fowler von... Wow! Halt dich zurück, Hitzkopf! Ich bin auf deiner Seite! Ich hatte so eine Ahnung, dass die Gang hier auftaucht. Hochgehen lassen. Dreadwing? Das war wohl eher dein Werk, Cowboy. Man nennt es Tankstelle, ist sowas wie ein Energon-Depot. Verträgt sich nicht gut mit Blasterfeuer. Unser Con wird entwischen. Warte, Wheeljack. Es gibt hier einiges zu berücksichtigen. Solange du in dieser Welt weilst, tätest du gut daran, meiner Führung zu folgen.
Genau. Sei vorsichtig, Doc. Ich brauche den Arm noch. Halt still, dann behältst du ihn vielleicht. Hör zu, Commander. Tut mir leid wegen des Feuerwerks. Kommt nicht wieder vor. Aber ich verfolge Dreadwing schon hunderte von Lichtjahren durchs All. Ich hab gedacht, du durchstreifst die Galaxie auf der Suche nach Autobot-Flüchtlingen. So war's auch, bis ich einen gefunden habe. Einen Schrotter. Wen? Sea Spray. Ha! Wie geht's dem alten Blechkraken? Nicht so gut, Borg. Er wurde in seine Atome zerlegt. Was? Nein! Dreadwing. Mein Flieger, Jackhammer, empfing Seasprays-Signal ein paar Lichtjahre von Maderan entfernt. Wir nahmen Kontakt auf und vereinbarten ein Treffen im Dromedon-System. Doch Dreadwing muss die Übertragung abgefangen haben. Denn er war vor mir bei Seaspray. Eine Bombe mit Näherungssensor. Sie sollte uns beide töten. Ich kann nur froh sein, dass Jackhammer so hart im Nehmen ist. Ich nahm Dreadwings Ionenspur auf und verfolgte sie durch ein Dutzend Solarsysteme, bevor ich ihn einholen konnte. Mich direkt zu dieser Murmel geführt. Das nenne ich Zufall, hä? Ich habe von diesem Dreadwing gehört. Er war Captain einer Sucherarmada. Und als solcher hatte er sich wie sein Zwilling Skyquake voll und ganz der Sache der Decepticons verschrieben. Dreadwing ist zweifellos zur Erde gereist, damit er hier seinem Gebieter erneut die Treue schwören kann. Hoffentlich genießt er den Besuch. Es wird sein letzter sein. Wheeljack. Dieser Planet hier ist dicht besiedelt. Jeder Angriff, den wir gegen die Decepticons führen, muss sorgfältig abgewogen werden. Im Team. Um keinesfalls die menschliche Bevölkerung zu gefährden. Willst du damit sagen, dass wir nur untätig zusehen? Hey, Sie! Wandelndes Pulverfass! Durch Ihre Cowboy-Allüren ist fast unsere Deckung aufgeflogen! Deckung? Wir sind getarnte Roboter, Jackie. Du brauchst für draußen einen irdischen Fahrzeugmodus. Das Raumschiff, auf das Sie geschossen haben, war nicht irdisch. Ich musste eine Menge Strippen ziehen, um das Ding vom Tisch zu kriegen. Sie müssen Ihre Leute an der kürzeren Leine halten, Prime. An der kürzeren Leine? Ich sag dir jetzt mal was, Kleiner. Jackie! Ich bin keiner von Optimus Primes Leuten, klar? Ich red mit ihm. Ja, mit deiner Erlaubnis. Natürlich. Aha, der Neue hat also ein kleines Autoritätsproblem. Wheeljack und Bulkhead dienten gemeinsam bei den Schrottern. Eine Kampfeinheit, die außerhalb der gängigen Befehlskette operierte. Verdeckte Operationen. Sie haben Aufträge angenommen, die kein anderer wollte, und viele von ihnen kamen niemals zurück. Megatron, ich lebe, um euch zu dienen. Erhebe dich, Dreadwing. Loyalität wie die deine ist ein höchst seltenes Gut. Meine ist tief verwurzelt und aufrichtig. Doch es ist nicht alleine Loyalität, die mich hergeführt hat. Nicht? Ich suche nach Beweisen für den Tod von jemandem, der mein Bruder war. Wie hast du von seinem Tod erfahren? Mein Zwilling und ich teilten uns ein Spark, zwei Metallhälften derselben Lebenskraft. Über die ganze Galaxie hinweg habe ich gespürt, als er auf diesem Planeten aus der Stasis erwachte und auch als ein Spark erlosch. Es ist wahr. Skyquake ist durch die Hände der Autobots ums Leben gekommen. Allerdings passierte es ohne mein Wissen. Bei unserem Spark. Jeder einzelne Autobot auf dieser verfluchten Erde wird dafür bezahlen. Die Autobots werden für dieses und für viele andere Verbrechen bezahlen, wann und wie ich es für richtig halte. Aber Meister... Widersprüchliche Ansichten führen nur zu Chaos und Versagen.
Du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du stehst jetzt unter meinem Kommando. Und daher wirst du meinen Befehlen gehorchen. Jackie, versteh doch Menschen hin oder her, wir können es mit den Cons nicht aufnehmen. Wir sind in der Minderheit. Roadbuster, Pyro, Impactor, Rotorstorm, Seaspray, alle nur noch Staub. Genau davon spreche ich ja, Schrotter oder Autobots. Es gibt nicht mehr viele von uns. Aber wenn wir uns Optimus anschließen, haben wir eine Chance, das zu beenden, ein für alle Mal. Kerle wie Optimus können tolle Reden schwingen. Aber steckst du im Schrott, machen sie sich nicht die Hände schmutzig. Wow, 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 du kennst Optimus nicht so wie ich. Ein Schrotter zu sein war alles für mich, aber das habe ich hinter mir gelassen. Weil dein Prime so ein toller Hecht ist, bla bla bla. Real Jack, ich weiß, dass du mich da draußen hörst. Ich mache dir einen Vorschlag. Ist das Dreadwing? Wir treffen uns bei diesen Koordinaten, falls du das Spark dafür hast. Ich werde da sein, Con. Nur um dich schmelzen zu sehen. Jackie, das ist eine Falle. Ich weiß. Hat das je eine Rolle gespielt? Kommst du mit? Lass uns wenigstens Unterstützung anfordern. Du weißt, Schrotter rufen nie nach Unterstützung. Sie rufen nach Aufräumern! Ich war mir nicht sicher, ob du kommst. Ich hasse offene Rechnungen, Dreadwing. Wenn du denkst, du könntest hier einfach rausfliegen. Dann freu dich nicht zu früh. Bulkhead! Signal über 1000 Meilen von hier entfernt und ich nehme mal an, dieser Wheeljack ist bei ihm. Hast du versucht, Kontakt aufzunehmen? Keine Antwort. Das wurde aber auch Zeit, Bulk. Die Einsätze mit Prime haben dich anscheinend verweichlicht. Wenn du keine Befehle von mir annehmen willst, ist das eine Sache. Aber wenn du einen meiner Autobots in Gefahr bringst... Bei allem nötigen Respekt, Sir. Bulkhead kannte das Risiko. Jeder Schrotter tut das. Ich bin mir sicher, er ist hier irgendwo unter dem Schutt. Optimus, Bulkheads Signal hat sich von deiner jetzigen Position entfernt. Und, kommst du mit? Du und Bulkhead, ihr habt viel erlebt. Gemeinsam, dennoch arbeitest du lieber allein. Die Schrotter zerstreuten sich vor langer Zeit. Und alleine ist in der Regel viel unkomplizierter. Musik.
Wir sind in der Nähe der Bevölkerung. Denk daran. Blaster und Kraftstoffpumpen vertragen sich nicht. Unser Junge ist direkt vor uns. Hey, Leute! Schrott! Diesmal hast du dich richtig in den Schrott geritten, Partner. Halt Abstand, Jackie! Besser, ich fang an. Hast du so etwas schon einmal entschärft? Ausfallsicherungen, Zündertrappen, versteckte Sprengladungen. Ein wahres Kunstwerk. Redwing, wo bist du? Ich erfülle nur die Weisung des Schicksals, Lord Megatron. Hatte ich dir nicht befohlen, dich zurückzuhalten? Vergib mir, mein einzig wahrer Meister. Aber ich hoffe, mir mit dem Sieg über Optimus Prime euren Respekt zu verdienen. Optimus ist nicht so einfach zu übertölpeln. Wie ich immer wieder allen zu erklären versuche, die es dummerweise probieren. Jackie, wenn du nicht abbrichst, müssen wir beide aufgeräumt werden. Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Wo ist Optimus? Tja, wie ich schon sagte, wenn die Kacke am Dampfen ist, hauen die Generäle als erstes ab. Nein, nicht Optimus. Ich versichere euch, Meister, in wenigen Minuten werden Optimus und zwei weitere in ihre Atome zerlegt. Ich erlaube es dir, zum Andenken an deinen verstorbenen Zwilling. Nur dieses eine Mal. Ich wäre sehr überrascht, wenn wir Dreadwing noch einmal zu Gesicht bekämen. Wo ist dieser Prime? Dreadwing! Wenn du auch nur annähernd wie Skyquake bist, dann weiß ich, dass dir Loyalität und Ehre etwas bedeuten. Willst du mit dem Geschwafel irgendwas sagen, Prime? Nur, dass Megatron von diesen Prinzipien nichts weiß. Er lebt nur, um zu zerstören und zu erobern. Aber es gibt einen anderen Weg. Deaktiviere die Bombe. Jetzt verschwinde endlich! Ich hab dich auf Sandokan nicht im Stich gelassen und hier tue ich es auch nicht. Lies doch ein, es gibt nur einen Bot, der das Ding entschärfen kann und der heißt Redwing! Das Blasterfeuer nähert sich. Also wenn der Commander... Entschuldige, Jackie, nur weil ich dich so mag. Fischlein! Bulkhead, warte! Geh aus dem Weg! Hörst du mir jetzt mal zu, Bulk? Du hattest recht. Dreadwing ist der Einzige, der sie entschärfen kann. Und Optimus weiß das auch. Entschärfe die Bombe oder falle deiner eigenen Waffe zum Opfer. Ich werde mich mit größter Freude opfern, um meinen Bruder zu rächen.
Und wir wiederum werden gerne gemeinsam mit unserem Bruder in den Allspark eingehen. Und mit dir. Uns wirst du nicht los. Also gut. Ich wusste doch, es ist das Blaue oder das Gelbe. Oder das Rote. So, den rufen wir zum Aufräumen. Optimus Prime lebt noch. Und du ebenso. Dreadwing. Und das ist ein Sieg, ganz egal wie klein er ist. Wie Skycrake auf tragische Weise erfahren musste. Sprecht mir nicht von meinem Zwilling, Lord Megatron. Denn ich bin hier auf der Erde, um eurem Willen zu gehorchen. Nur eurem allein. Commander, ich wollte nur sagen, es war eine Ehre, mit dir zu arbeiten. Ich hab mich wohl ordentlich in dir getäuscht. Und es scheint, als würdest du sehr viel mehr Wert auf Gemeinschaft legen, als du zugeben möchtest. Wow, jetzt nichts überstürzen, Leute. Komm schon, Jackie. Wenn du gehst, kommst du sowieso bald wieder hierher zurück. Reine Kraftstoffverschwendung und Energon ist knapp geworden. Andererseits, wir haben nur begrenzt Platz hier. Ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, meine Freiheit aufzugeben. Aber ich könnte mich mal umsehen. Vielleicht sagt mir dieser Fels ja zu. Nichts gegen deinen Jackhammer, aber du brauchst einen irdischeren Fahrzeugmodus. Vorschlag machen, Lord Megatron. Sobald Soundwave einen Weg gefunden hat, den Rest der iakonischen Datenbank zu entschlüsseln, und wir wissen, dass er das wird, empfehle ich den Einsatz eines viel zu selten genutzten Talentes. Und welches Talent wäre das, Arachnid? Ich glaube, dass mein hervorragender Spürsinn eure Suche nach den übrigen Relikten erheblich beschleunigen würde. Zur Kenntnis genommen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, mein Lord. Soundwave? Wie war das mit Ihrer Vertrauenswürdigkeit? Ich denke, dass wir es in Betracht ziehen müssen, eine Zukunft ohne Megatron zu planen. Dreadwing! Jederzeit zu euren Diensten, Lord Megatron. Ich möchte dich mit einer Aufgabe betrauen, die normalerweise mir vorbehalten wäre. Doch nur, wenn du dich würdig erweisen willst, mein Stellvertreter zu werden. Diesen Posten hatte Rachnet inne. Wir werden sie vermissen. Du solltest Verstärkung mitnehmen. Sie ist nicht zu unterschätzen. Besonders, wenn man sie in die Enge treibt. Bin ich die Einzige hier, die diesen Befehl von Lord Megatron übertrieben findet?
Ich meine, zwei seiner fähigsten Krieger zu entsenden, um einen unbestätigten Energon-Splitter ausfindig zu machen. Bei mir und Dreadwing kann er sich sicher sein, dass wir den Job erledigen. Eigentlich habe ich von Dreadwing und mir gesprochen. Breakdown, denk an unseren Auftrag. Wir sollen das gemeinsam erledigen. So ist es, Breakdown. Ich weiß, wir betrachten die Dinge sehr unterschiedlich. Aber ich kann ab und zu mal ein Auge zudrücken. Jetzt reicht's! Nicht! Beute. Breakdown! Wie ist dein Status? Breakdown! Mac 1 an Silas. Unser Manöver bringt unerwartete Resultate und ein bekanntes Gesicht. Wie konnte es so weit kommen, dass ich nach Energon-Resten suchen muss? Nur um zu überleben. Insektikon? Auf der Erde? Du da, Aasfresser! Übergib mir sofort das Energon! Du wagst es, einer überlegenen Lebensform den Rücken zu kehren? Ich bin Commander Starscream! Ich hoffe, du erstickst daran! Ja, mein Knecht, komm näher. Gehorche mir. Bete mich an. Wie großzügig. Was? Du weist einen Commander zurück und katzbuckelst vor dieser Kreatur? Starscream, jetzt verdreh dir mal nicht gleich die Turbinen. Immerhin sind diese Bestie und ich irgendwie verwandt. Man könnte sogar sagen, wir sind eines Geistes. Wieso bist du hier? Decepticons kehren nie zur stillgelegten Mine zurück. Du bist nicht der einzige abtrünnige Decepticon, der Energon braucht.
Ein Zusammenstoß mit den Autobots? Oder hat Megatron dich zu einer seiner Außenmissionen eingeladen? Megatron war anderweitig beschäftigt. Aber du solltest seinen Lakaien sehen. Weißt du, Arachnid, als zwei gleichsam Ausgestoßene sollten wir in Betracht ziehen, unsere Differenzen beiseite zu legen. Mit dieser von dir kontrollierten Kreatur zu unserer Verfügung wären wir in der Lage, Megatron zu terminieren. Und dann könnten wir beide über die Decepticons herrschen. Gemeinsam? Wir müssen Megatron einfach nur hierher locken. Ohne seine übliche Unterstützung, damit wir ihn erwischen können. Wenn er ungeschützt ist. Ein interessanter Vorschlag. Wenn über die Decepticons zu herrschen oder gar Zeit mit dir zu verbringen auch nur von geringstem Interesse für mich wäre. Wie bitte? Hä? Megatrons Terminierung interessiert mich allerdings schon. Sagt man nicht, Rache ist süß? Wie auch immer du es dir zurechtspinnen willst. Ich müsste sicher sein, dass mein Attentäter der Aufgabe gewachsen ist. Vielleicht wäre ein Testlauf nicht verkehrt. Was? Ich dachte, wir wären Partner. Ich schenke ihn dir. Was ist los? Ein Hochfrequenzsignal mit einer eingebetteten Nachricht. Schon wieder? Starscream. Ich habe Informationen, die von großem Interesse für euch sind. Bringt medizinische Ausrüstung mit. Gesichert! Beeil dich! Es scheint, dass Arachnid genauso wie ich abtrünnig geworden ist. Was interessiert uns das? Sie plant einen Vergeltungsschlag gegen die Menschheit. Ich könnte euch ihren derzeitigen Standort mitteilen. Ich glaube dir kein Wort. Und wieso tust du das nicht? Ich habe euch den Standort der Decepticon-Weltraumbrücke verraten, sodass ihr euren Orion Pax retten konntet, richtig? Aber dann hast du dem Mech geholfen, Bumblebees T-Block zu stehlen. Na und? Er hat ihn doch wieder, nicht wahr? Tja. Ich gebe es zu, mich diesen widerwärtigen Menschen anzuschließen, war eine kolossale Fehlentscheidung. Aber ich bin alleine. Ich tue, was ich tun muss, um zu überleben. Doch ich habe dafür bezahlt. Ich bin jetzt der, dem der T-Block fehlt. Du kannst nicht fliegen? Also nur eine geringe, eigentlich gar keine Gefahr für euch. Aber Arachnid und ihr Insektikon werden einen... Ein Insektikon? Hier? Wie? Ich hätte ja gefragt. Leider war ich zu beschäftigt damit, mich durch eine Felsspalte zu quetschen. Damit dieses Ungeziefer mir nicht das Bein abbeißt. Während Arachnid entzückt zugesehen hat. Der Grund unseres Unvermögens, Breakdowns Signal zu lokalisieren, ist völlig klar. Doch wie kann es sein, dass du nicht in der Lage warst, seine Überreste zu finden? Was ist los? In letzter Zeit was von Breakdown gehört? Versuch, sie zu orten. Megatron, also wirklich. Ihr schickt simple Handlanger, um einen hochrangigen Offizier zu töten? Ich dachte, diese Ehre wäre euch vorbehalten. Ist das eine Herausforderung? Eine Einladung. Und da Soundwave dieses Signal zweifellos zurückverfolgt, wisst ihr, wo ihr mich findet. Ich komme zurück. Erlaubt mir, euch zu begleiten. Du hattest bereits deine Chance. Die Koordinaten, die Starscream uns gegeben hat, liegen tatsächlich in einer verlassenen Decepticon-Mine. Moment mal. Ihr habt ihn zusammengeflickt und laufen lassen? Was hätten wir tun sollen? Ihn mit hierher nehmen? Ich würde auch gerne jede Chance nutzen, Arachnid fertig zu machen. Aber nicht nur sie hat mir einen meiner Partner genommen.
Du warst nicht da, Arcee. Starscream war schwach und wehrlos. Und dass wir von dem Insektikon wissen, könnte sich als taktischer Vorteil erweisen. Starscreams Auskünfte waren in letzter Zeit stets glaubwürdig. Stimmt. Wenn er nicht gerade versucht hat, uns umzubringen. Ohne die Ressourcen, die uns auf Cybertron zur Verfügung standen, fehlen uns die Mittel, um unsere Feinde zu ergreifen und einzusperren. Trotzdem billige ich keinesfalls die Vernichtung irgendeiner wehrlosen Lebensform. Ihr verliert keine Zeit. Der Aufschub deiner Hinrichtung ist jetzt vorbei. Ich gehe, damit ihr euch kennenlernen könnt. Verneige dich vor Megatron, deinem Meister. Ich sagte, verneige dich! Deine Bestie sollten eins besser nicht vergessen. Ich habe mir meine Fähigkeiten in den Arenen von Keon erworben. Geht mit besonderer Vorsicht vor. Scream hat nichts von Megatron erwähnt. Wie es scheint, hat Starscream dieses Zusammentreffen herbeigeführt. In der Hoffnung, dass sich hier all seine Feinde gegenseitig auslöschen. Ach, und ich bin drauf reingefallen. Ihr könnt euch die Überreste von Megatron teilen. Erachnet gehört mir. Ach, sie nicht! Es gibt aber viele Überraschungen. Das soll all denen eine Warnung sein, die es wagen, den Gladiator von Keon zu erzürnen. Seien es Decepticons oder Autobots.
Wie es aussieht, bin ich unbewaffnet und deiner Gnade ausgeliefert. Also sag es mir, Optimus. Willst du mich lebend gefangen nehmen? Oder endet es hier und jetzt? Die Überraschungen nehmen kein Ende. Schrott. Mist. Das mag nicht der Tag sein, an dem ich Megatron das Spark nehme, aber es ist der Tag, an dem ich dir deins entferne. Wie recht du hattest, Arachnid. Rache ist süß! Übergib uns Megatron und ihr dürft weiterleben. Trau keinem Con, tritt den Blechkopf in die Tonne! Dreadwing, habe ich dein Wort? Mein Lord. Dreadwing mag euch sein Wort gegeben haben, aber ich habe es nicht. Vernichtet sie! Du hast meinen Befehl missachtet und bist mir hierher gefolgt. Du wirst ein hervorragender Stellvertreter sein. Das war heftig! So, wenn es etwas gibt, das ich beinahe so verabscheue wie Achtbeiner, dann sind es zwei Räder. Na los, bring's schon hinter dich. Ist es nicht so gewesen, dass du mich in einem ähnlichen Dilemma einst huldvoll am Leben gelassen hast? Damit sind wir quitt. RC, wie ist dein Status? Ich benötige Hilfe, aber ich lebe. Arachnid allerdings auch. Wenigstens hat Megatron das Insektenproblem beseitigt. Starscream, ich schwöre, ich werde dich vernichten. Krieger war also nur ein Scout. Rühren, Soldat.
vorbei, Idiot! Das ist kein Rowdy. Da versucht jemand, mich abzumoxen. Prime? Sitzt bei Ihnen eine Zündkerze locker? Ja. Los, los, los! Drück auf die Tube, Nico! Schneller, Jack! Gibt's doch nicht! Rev, macht uns fertig! Prime? Hören Sie mich? Tut mir leid, Agent Fowler. Optimus ist nicht auf dem Stützpunkt. Dann ist das für mich die Bestätigung, dass er gerade versucht hat, mich von der Straße zu drängen. Agent Fowler, das ist äußerst unwahrscheinlich. Erzählen Sie das meinen qualmenden Reifen! Optimus. Primes laufen nicht weg. Alles klar da drin? Rühren, Soldat. Ja, so ist es gut. Folge dem Licht. Oh. Warte, was? Oh. Nicht die beste Wortwahl, Ratchet. RC, geht's dir gut? Sicher. Außer, dass ich von Optimus geblendet und überfahren wurde. Hab ich's euch nicht gesagt? Unmöglich. Das ist nur das, was ich gesehen habe. Warum sollte Optimus versuchen, Agent Fowler zu töten? Vielleicht hat Optimus einen Rückfall und denkt, er ist ein Decepticon. Oder er hat vorher nur so getan, als ob er einer von den Guten wäre. Falls Prime durchgedreht sein sollte, ganz egal wieso, dann ist das ein ernsthaftes Problem. Das ist doch absurd.
Ein kurzer Check von Optimus-Signal wird zeigen, dass er nicht mal in der Nähe des Ortes ist, an dem der Vorfall stattfand. Tatsache ist, dass er gerade jetzt zurückkehrt. Ist etwas nicht in Ordnung? Wir haben uns nur gefragt, wo du gewesen bist. Es war uns nicht möglich, dich zu erreichen. Ich war außerhalb unserer Kommunikationsreichweite. Oh. Langsam! In einem unterirdischen Energon-Depot. Hey Leute, er gehört zu uns. Merkt ihr das nicht? Es tut uns leid. Machen Sie Ihnen keine Vorwürfe, Prime. Ich bin vorhin angegriffen worden. Von einem Sattelschlepper auf offener Straße. Und er hatte eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit Ihnen. Optimus Prime, Anführer der Autobots. Und ich bringe euch diese Botschaft. Fowler. Was? Das ist ganz unmöglich. So sicher wie 50 Sterne auf meinen Sternenbanner-Shorts sind. Er ist es nicht. Die Alden Militärbasis wird angegriffen. Von Optimus Prime. Dem Truck? Dem Bot. Feuer! Feuer! Verstärkung geholt! Beschuss fortsetzen! Autobots, zurück zum Stützpunkt! Es dürfen keine Menschen zu Schaden kommen. Nein, General Bryce. Optimus Prime hat unsere Jungs nicht angegriffen. Weil ich direkt neben ihm stand, als ich alarmiert wurde. Ja, Sir. Die Autobots waren auf ihrem Stützpunkt. Aber nur als Reaktion auf den gemeldeten Angriff. Aber, Sir, ich... Jawohl, Sir. Ich habe verstanden. Wie groß ist der Schaden? Das gesamte Militär hat strikten Befehl, jeden Autobot bei Sichtkontakt umgehend unschädlich zu machen. Soll das ein Witz sein?
Aber Sie sind doch unschuldig. Jemand will Optimus was anhängen. So bedauerlich das auch ist, dieser militärische Befehl ändert gar nichts. Der Nachahmer stellt für die Menschheit eindeutig eine sehr große Gefahr dar. Ein 10 Meter hoher, sich transformierender Nachahmer. Sie haben es tatsächlich geschafft. Diese Mistkerle haben es geschafft, den Code zu knacken. Die Mac. Sir, gibt es Parallaxe oder Reaktionsprobleme? Das Telepräsenzinterface hat makellos funktioniert. Im Fahrzeug- und im Robotermodus. Die Mac haben Breakdown entführt. Und alles deutet darauf hin, dass sie ihn von der Kranialklammer bis zur Fersenstrebe zerlegt haben. Ich war dort. Und wir wissen, dass sie erst vor kurzem Starscreams T-Block entwendet haben. Der sich jetzt wohl in einem Imitat von dir befindet. Dieses Imitat hat die entsprechende Fahrzeugform gescannt. Den Tank mit Energon gefüllt. Und schon ist der fertig, der Nemesis Prime. Also, wo fangen wir an? Der Standort der Mac könnte überall sein. Das glaube ich nicht. Die Mac mögen viel über unsere Biologie gelernt haben. Aber damit wissen sie noch nichts über unsere Technologie. Ohne Zugang zu einer Erdbrücke wäre Nemesis Prime zu Transportzwecken ausschließlich auf seinen Fahrzeugmodus angewiesen. Der Mac-Stützpunkt liegt wahrscheinlich in angemessener Reichweite zu beiden Tatorten. Worauf warten wir dann noch? Ziehen wir los und stampfen dieses Experiment der Mac ein. Agent Fowler, ich denke, es ist nicht besonders ratsam, dass Sie sich dem Mac-Roboter erneut in den Weg stellen. Und ich denke, es ist nicht besonders ratsam, dass Ihr Bots da draußen rumlauft, solange das Militär einen Schießbefehl für euch hat. Wir werden unsere Fahrzeugtarnung nur aufgeben, wenn es absolut notwendig ist. Hier ist nur Wüste. Weit und breit nichts zu sehen. Bumblebee, geh mit äußerster Vorsicht vor. Kundschafte nur aus. Wir treffen uns bei deinen Koordinaten. Die Autobots sind hartnäckig. Bringen wir ihr Ebenbild ins Spiel. Bumblebee. Sei auf der Hut. Mein Doppelgänger könnte überall sein. Entschuldige, was? Bumblebee, hörst du mich? Ausschwärmen. Und nehmt euch vor allem in Acht, was mir irgendwie ähnlich sieht.
Wenn ich es schaffe, die von Silas benutzte Steuerungsfrequenz der Fernbedienung zu isolieren, müsste ich in der Lage sein, seine genaue Position zu bestimmen. Fernbedienung? Hast du etwa geglaubt, die Mac besäßen die Fähigkeit, einen vollständig autonomen Roboter zu bauen? Ich hatte gehofft, Silas würde den Roboter von innen steuern, denn dann würde ein Schlag von Bulkhead genügen und... Boom! Aha! Die Frequenz ist isoliert. Dann machen Sie die Brücke auf. Agent Fowler, Sie wissen doch, dass Optimus Ihre Mitwirkung abgelehnt hat. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Hör zu, Doc. Ich will mich nicht mit irgendwelchen Bots anlegen. Aber hier sind menschliche Faktoren im Spiel. Und falls Sie es noch nicht bemerkt haben, ganz zufällig bin ich ein hochqualifizierter Mensch. Genau. Und Silas wollte ihn von der Straße drängen. Ist was Persönliches. Optimus Prime, so trifft man sich wieder. Hier nimmt die Täuschung ihr Ende, Silas. Ach ja? Ich glaube, mir kommt das Frühstück hoch, das es damals in der Flugschule gab. Agent Fowler, das Steuerungssignal wird aus einem 100 Meter nördlich gelegenen Gebäude gesendet. Hab verstanden. Chassis besitzt eine Stärke, Schnelligkeit und Feuerkraft. Dazu mein umfassendes Kampftraining. Den Mech ist eindeutig die perfekte Verschmelzung von Mensch und Maschine gelungen. Der Unterschied zwischen dir und mir ist, mein Körper fühlt keinen Schmerz. Das ist erst der Anfang. Stell dir eine Armee sich transformierender Roboter vor. Niemand wird gegen die neu entwickelten Mech ankommen. Nicht so voreilig, Sai. Agent Fowler, sogar höchstpersönlich. Und der zieht jetzt den Stecker bei ihrem Videospiel. Ex-Militär? Taktische Sondereinheit. Und Sie? Army Rangers. Außer Dienst, wie es aussieht. Ich bin vielleicht nicht mehr in Form, aber ich muss Sie auch nicht fertig machen. Ich wollte Prime nur etwas Zeit verschaffen. Agent Fowler? Das sind unsere Jungs. Ihr begebt euch besser zurück zum Stützpunkt. Ich regle das hier.
schwierig war, das zu erleben, dass einer, der ganz genauso aussieht wie Optimus, dir den Schrott raushaut. Ein Anblick, den ich so schnell nicht vergessen werde. Vor allem stellt sich die Frage, ob die Mac ohne ihren Anführer ganz genauso weitermachen werden wie bisher. Tja, hier ist der Haken. Wir haben die Trümmer aufs Genaueste durchkämmt, aber nicht ein einziges Haar von Silas finden können. Die Verletzungen der inneren Organe sind massiv und liegen außerhalb der Behandlungsmöglichkeiten konventioneller Medizin. Zum Glück für unseren Anführer sind die Mac alles andere als konventionell.